Hey, hallo und willkommen beim Infoflash. Hattet ihr gestern auch einen Stromausfall? Als das Licht ausging, war ich gerade am Kochen. Na gut, ich habe einen alten Burrito aus dem Sofa gekramt und in die Mikrowelle gekloppt. Ja, ich hätte es nicht tun sollen. Alle sagen immer, dass die Mikrowelle Nährstoffe entzieht. Aber hey, dafür killt es auch die Kakerlaken, also positiv bleiben. Ach, scheiß drauf, wo war ich jetzt? Stimmt, der Stromausfall. So ein Kraftwerk in Cento hatte wohl... Want to make it to the top? Start your ascent with a penthouse. Abstand! Verdammt nochmal! Walk? Yeah.
Komm rein! Schnell! Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Ich hatte keine Wahl. Bist du verrückt? Warte! Yorinobu ist der Killer. Er hat deinen Vater erwürgt. Ich hab's selbst gesehen. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Tja, ich bin fest entschlossen und hab nichts zu verlieren. Euer Relic-Prototyp steckt in meinem Schädel fest. Durch einen blöden Zufall hat er eine Kugel für mich abgefangen. Und jetzt bringt er mich langsam, aber sicher um. Eins eurer Persönlichkeitsengramme überschreibt meine Psyche. Und wenn ich es nicht aufhalte, dann... Naja, es wird nicht gut für mich enden. Hanna-Rosama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes seiner Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihm mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Hast du das gehört? Geh nachsehen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Was? Geh! Vergiss den Typen, der ist Geschichte. Und du auch gleich. Halt dich bedeckt! Augen auf! Die sind im Flur! Wir werden angegriffen! Bedeckt! Augen auf! Die sind im Flur! Er hat getroffen!
stehen unter Beschuss. Thank you.
Macht es nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus. Es nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt! Die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist hin, fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Ich sag dir, wer hier schläft. Johnny? Ja? Halt jetzt die Klappe! Bitte! Sinnlos vor sich hinzulabern, bringt keinem was! Der Spieß hat sich gedreht. Johnny, verdammte Scheiße! Ach, jetzt sind wir die, die rumsitzen und auf Sakas Truppen warten. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur einer? Finger am Abzug weh. Kein Wort. Ich habe eine Nachricht für Vi. Fass die Tür nicht an. Ich weiß, du bist da drin. Schläfst du? Zeit aufzuwachen. Ich weiß, du bist da drin. Wer ist da? Ich sagte, wer ist da? Willst du, dass es jeder im Hotel hört, oder lässt du mich rein? Ich bin bewaffnet. Mach ja nichts Dummes. Endlich. Oh, das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst... Du hast eine Nachricht? Sitzt direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen, ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako, bist du das?
Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Okay, du glaubst mir also. Und was passiert jetzt? Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Alles schon entschieden, oder was? Du hast kein Recht, Forderungen zu stellen. Und was, wenn ich dich dazu zwinge? Dafür musst du schon eine Puppenarmee schicken. Dieses Mädchen, sie ist allein hier, weil du niemanden hast. Du kannst dich an niemanden sonst wenden. Das ist wahr. Wie lauten deine Bedingungen? Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Ja, ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich konnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Genau die, die Erfinderin des Soulkillers. Sie nutzt jetzt ihre eigene Version. Das sollte mehr als nützlich sein. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Engramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne. Und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders, weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Treffen wir uns persönlich. Im Embers, im Stadtzentrum. Das ist diskret. Denk nur an eines. Ab sofort müssen wir extrem vorsichtig sein. Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sarkaschläger irgendwie lieber gewesen. Wir haben, was wir wollten. Der Proxy hat dich doch nicht etwa erweicht? Mich? Fick dich. Komm schon, denk doch mal nach. Gestern noch lebte Hanako in einer für sie vollkommen sicheren Welt. Und was hat sie heute? Eine fremde Stadt, einen irren Bruder und einen scheiß Dieb. Genau deshalb hat sie einen Proxy geschickt. Sie ist allein und hat die Hosen voller als wir. Aha. Klack. Was? Hast du Klack gesagt? Mhm. Das Geräusch, wie sie dir die Leine anlegt. Worte über die Porzellanschlampe? Fuck! Scheiße! Achtung! Oh. Fuck! Oh. Johnny! Noch bist du nicht tot. Ich hab dich. Johnny!
Was du riechst, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel, das Pistis Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit, ich will dir was zeigen. Du hattest das Pseudo-Endotrizin in der Hand. Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Du hattest Zweifel. Und als du sie ignorieren wolltest, hat sich dein Gewissen gemeldet. Johnny Silverhand hat also wirklich ein Gewissen? Ach, scheiße, Themawechsel. Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Nein, würde ich nicht. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Eine schöne Geste, aber du kannst mir nichts schenken, das schon mir gehört. Der Körper gehört mir. Es war immer meine Entscheidung, nicht deine. Reden wir erstmal nicht weiter darüber, okay? Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Ich tue alles, um zu überleben, auch wenn ich mir dafür die Hände schmutzig mache. Okay, mach, was du für richtig hältst. Du hast das Sagen. Ich habe nur eine Bitte an dich. Und zwar? Adam Smasher, der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Ich riskiere nicht für irgendeine Rachefantasie meine Haut. Du riskierst gar nichts. Rogue passt auf dich auf. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Rogue ist nicht gerade der sentimentale Typ. Sie ist ziemlich verbittert, ich weiß. Hat das lange nicht mehr gemacht. Aber ich werde sie schon überzeugen. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher.
Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, Satan hat mich rausgeschmissen. Wie geht's denn so? Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Ich muss das überdenken. Okay, danke. Das ist mir echt wichtig, wie. Bring mich einfach zum Afterlife und überlass mir kurz das Steuer. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Hotel Pistis Sophia? Hieß es so? Mhm. Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute. Ich habe gerade zu tun. Verpiss dich! Hab genug von Maden wie dir.